Im letzten Abschnitt der Grundlagen des Maschinenlernens betrachten wir die Evaluierung, insbesondere die Evaluierung der Effektivität eines Maschinenlernsverfahrens. Die Effizienz zu evaluieren ist selbstverständlich auch ein Kriterium. Gerade dieser Tage, wo neuronale Netze sehr viel Rechenpower benötigen. Allerdings ist das Gegenstand der Implementierung maschineller Lernverfahren und nicht dem maschinellen, wesentlich im Augenblick, um erstmal zu verstehen, wie maschinelles Lernen funktioniert. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Effektivität. Wenn wir zwischendurch mal Performance sagen, was ja die Kombination aus Effektivität und Effizienz ist, bitte ich das zu entschuldigen, aber das muss man immer gut auseinanderhalten. Wir kommen im Prinzip im maschinellen Lernen nicht um Evaluierung herum. Es gibt keinen Weg, wie wir für einen gegebenen Datensatz, wenn es sich bei diesem Datensatz nicht um ein sehr vereinfachtes Beispiel handelt, herausfinden können, ob die Modellfunktion, die wir gewählt haben und die Parameter, die wir optimiert haben für diese Modellfunktion, wirklich auch das beste Ergebnis liefert. Wie gesagt, im Beispiel vorher, mit den direkten Methoden, in einfachen Beispielen, ist das die beste Lösung gewesen, die möglich war, aber ist es auch das beste Modell in der Praxis? Das ist eine andere Frage. Denn beim maschinellen Lernen gehen wir ja von der realen Welt in die Modellwelt, erzeugen eine Modellfunktion. Diese Modellfunktion sagt irgendwelche Werte vorher, seien es numerische oder seien es qualitative. Aber dann erfolgt eine Rückübertragung dieser Aussage der Modellfunktion in die reale Welt. Und diese Rückübertragung muss dann von einem Menschen vorgenommen werden und auf dieser Basis des rückübertragenden Wertes muss eine Entscheidung getroffen werden oder soll eine Entscheidung getroffen werden. Das kann natürlich auch automatisiert werden, klar, aber diese Automatisierung hat auch irgendjemand programmiert. Das heißt, wenn wir irgendeine erlernte Modellfunktion auf die Welt loslassen wollen, müssen wir feststellen, ob sie nicht nur bezüglich der Daten, die wir gesammelt haben, gut funktioniert, sondern wir müssen auch feststellen, ob sie im Allgemeinen gut funktioniert. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Evaluierungstechniken. Die Evaluierung von maschinellen Lernverfahren, würde ich behaupten, ist mindestens so wichtig wie die Algorithmen zum maschinellen Lernen selbst. Alle Evaluierung fängt an, indem man Fehler zählt. Die Fehler der Aussagen der Modellfunktion in diesem Fall. Lassen Sie sich jetzt nicht abschrecken. Es kommt jetzt nichts Neues hinzu. Das kommt erst gleich noch ein bisschen was Neues. Aber hier ist alles noch ganz kanonisch. Wir haben eine Menge von Objekten. Wir haben einen Feature-Raum, den wir mithilfe von quantifizierten Features auf diesen Objekten definiert haben oder qualitativen Features. Wir haben eine Modellbildungsfunktion Alpha, die Objekte auf den Feature-Raum abbildet. Eine Menge von Klassen, in die die Objekte einzuteilen sind mithilfe der Modellfunktion und die Modellfunktion selbst, die den Feature-Raum auf die Klassen abbildet. Das ist unser Klassifikator. Außerdem kennen wir die Funktion, wir kennen sie nicht. Wir vermuten, wir haben eine Zielfunktion Gamma, die in der realen Welt Objekte auf Klassen abbildet. Und was wir haben, sind ein paar Beispiele dafür. Wir definieren jetzt einfach eine Menge x und sagen, es handelt sich dabei um eine Multimenge von Feature-Vektoren, die Objekte der realen Welt abbilden auf ihre Feature-Vektoren. Und außerdem haben wir für jedes dieser Objekte die Klasse gegeben. Gemäß der Funktion Gamma, die zum Beispiel von einem Menschen definiert wird. Also das heißt, im Falle der Kreditwürdigkeit von vorhin einfach der Bankexperte oder die Bankexpertin, die eine Entscheidung treffen kann über Kredite. Bevor wir jetzt dann darauf eingehen, wie man jetzt diesen Fehler zählt, rein formell, nochmal zum Hintergrund. Wir haben jetzt die ganz häufig von Multimengen gesprochen. Warum Multimenge, warum nicht einfach Menge? Fangen wir an, eine einfache Illustration, die das zeigen soll. Hier
mit der Menge von Objekten in der realen Welt. Hier ein paar Dokumente, zum Beispiel Webdokumente, die schon ein bisschen vorgruppiert sind, nach Ähnlichkeit oder auch nach Gleichheit. Es ist Ihnen bestimmt schon mal untergekommen, dass im Web mal zwei Dokumente in einem Suchergebnis waren, die nahezu gleich waren. Wikipedia wird häufig kopiert und Sie sehen plötzlich Wikipedia-Texte auf anderen Webseiten. Die Webseite ist nicht exakt dieselbe wie die Wikipedia-Seite, aber der Text ist derselbe, also das, worauf es ankommt. Demzufolge kann man auch von Duplikaten sprechen oder in der Webforschung von nahe Duplikaten. Nehmen wir einfach mal an, wir hätten solche Duplikate hier in unserer Objektmenge, die es zu klassifizieren gilt. Und ansonsten sind die Objekte aber voneinander unterschiedlich. Das ist hier durch die Subskripte suggeriert, in welcher Position sie in der Menge stehen. Aber in der Menge gibt es natürlich in dem Sinne keine Position. Aber irgendwie sind sie durchgezählt. Die Modellbildungsfunktion bildet diese Objekte auf den Feature-Raum ab. Hier nehmen wir mal einen zweidimensionalen Raum als Beispiel mit zwei Features. Und wie Sie sehen können, ist die Modellbildungsfunktion so gestaltet, dass sie verschiedene Objekte, nämlich die hier gruppierten, auf den exakt selben Feature-Vektor abbildet. Sind ja gleiche Objekte. Warum sollten die nicht von der ein und derselben Funktion gleich behandelt werden? Das heißt, das, was hier in der realen Welt verschiedene Objekte waren, einfach nur deshalb, weil sie räumlich nicht an derselben Stelle sind, zum Beispiel, oder im Falle von Schachbrettern, weil verschiedene Konfigurationen in der Logik eines Schachbretts, verschiedene Positionen in der Logik eines Schachbretts einfach unterschiedlich voneinander sind. Sehen wir jetzt hier eine Situation, in der eine Abbildung stattfindet in einen Feature-Raum, der diese Eindeutigkeit der Objekte nicht aufrechterhält. Weil Computer im Kern eine diskrete Struktur sind. Wir haben nur die Bits und Bytes, die der Hardware zugrunde liegen. Kann man die reale Welt mit zunehmendem Wachstum der zu repräsentierenden Objekte nicht zwangsläufig voneinander verschieden unterscheiden? Oder ist es auch nicht sinnig im Sinne der Lernaufgabe, das zu tun? Das heißt, man wird immer mal wieder Situationen haben, in denen Objekte auf dasselbe abgebildet werden. Insbesondere auch Situationen, wo verschiedene Objekte auf dasselbe abgebildet werden. Hier bei den Duplikaten ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber bei verschiedenen Objekten muss man sich die Frage stellen, ob man das wirklich will oder ob man die Modellbildungsfunktion vielleicht doch anpassen sollte. Hier die kleinen zwei Zeilen oben. Das hängt von demjenigen an, der die Modellbildungsfunktion definiert. Also das heißt, der oder diejenige, die sagt, das sind die Features, mit denen ich meine Objekte repräsentieren möchte. Wir bilden das Ganze jetzt wieder auf Feature-Vektoren ab. Das ist die Menge, die wir hier postuliert haben. Das ist die Menge der Feature-Vektoren für die Objekte. Das heißt, wir haben die Modellbildungsfunktion verwendet, die Abbildung in den Feature-Raum macht und dann die Objekte wieder rausgeholt. Das heißt, wir haben iterativ jedes einzelne Objekt, O1 wird zu X1, O2 wird zu X2, O3 wird zu X3 hier hinten irgendwo und so weiter, werden einfach irgendwie anders in der Menge verteilt. Und wie Sie sehen, sind die Abbildungen nicht so eindeutig mehr in der Feature-Menge. Das heißt, in unserer Modellwelt, die wir jetzt hier gebaut haben, sind diese Objekte nicht mehr alle voneinander zu unterscheiden. Auch wenn wir wissen, rein durch die Tatsache, dass hier Duplikate vorliegen, es ist ja eine Multimenge, dass es verschiedene Objekte gegeben haben muss. Und natürlich können wir uns irgendwo speichern, was der Identifikator des originalen Objektes mal war. Aber für die Modellwelt, in der wir lernen wollen, gibt es nur diesen Vektor und dieser x1-Vektor ist nicht zu unterscheiden von dem x1-Vektor, obwohl zwei verschiedene Objekte O1 und O3 eingegangen sind. Gleiches gilt für O7 und O8. Verschiedene Objekte, die auf derselben Feature-Vektor abgebildet wurden und dann demzufolge auch auf denselben Punkt im Feature-Raum abgebildet wurden, demzufolge denselben Feature-Vektor haben. Das ist erstmal alles
ganz kanonisch. Es ist natürlich ein bisschen absichtlich so gewählt, dass hier viele komische Situationen auftreten, damit man was sieht. Der ideale Classifier gibt uns vor, welche Objekte zu welcher Klasse gehören. Diese Gruppen von Objekten hier gehören zur Klasse C1 bzw. C2. O6 und O7 gehören auch zu C2 und diese Klasse, wieder bei einer binären Klassifikation hier, gehört dann wieder zu C1. Und wir können auch weiterhin mit der linearen Regression oder einer anderen Modellfunktion eine Parameteroptimierung durchführen und herausfinden, was jetzt die optimale Modellfunktion für diesen Datensatz ist. Und stellen dann eine ganze Reihe von Klassifikationszuordnungen fest anhand der Modellfunktion. Insbesondere können wir feststellen, dass Fehler gemacht werden von der Modellfunktion. Und diese Fehler gilt es ja, wie eben schon angedeutet, zu zählen. Hier wird gefordert, dass dieses Objekt auf die Klasse C2 abgebildet wird von der zu lernenden Modellfunktion. Tatsächlich hat die Modellfunktion das aber nicht erlernt, obwohl sie in nahezu allen anderen Fällen die richtige Klasse herausfindet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es gibt eine zweite Art von Fehler hier. Das ist dann, wenn zwei verschiedene Objekte, die auch verschiedenen Klassen zugehörig sind, laut unserem Experten oder unserer Expertin, plötzlich auf dieselbe Klasse abgebildet werden. Die Modellfunktion ist deterministisch. Sie kann gar nicht anders, als für dieselbe Eingabe dieselbe Ausgabe zu produzieren. Denn es gibt kein Entscheidungskriterium, das den Unterschied zwischen den Objekten im Feature-Raum hier ermöglicht. Diese Art von Fehler hier, die Falschzuordnung eines eindeutigen Objekts, die kann man mit Hilfe von Maschinen-Lernverfahren noch angehen. Das heißt, wir können noch etwas mehr tun. Wir können die Modellbildungsfunktion anpassen, wir können ein anderes Lernverfahren wählen. Diese Art von Fehler kann man handhaben. Diese Art von Fehler kann man nicht handhaben. Und jetzt kommen wir zu dem, was eben ein Student schon vorweggenommen hat, nämlich der Tatsache, dass ExpertInnen auch mal Fehler machen. Vielleicht ist es ja ungefähr dasselbe, was hier steht, und es sollte zur selben Klasse gehören. Vielleicht weiß die Modellfunktion in Anführungszeichen mehr, weil die beiden Objekte doch fast gleich sind, bis auf diese zwei Zeilen Text hier. Vielleicht haben die ExpertInnen aber auch recht, es sollte sich um verschiedene Klassen handeln und die Modellfunktion ist ungeeignet, das hier zu lernen, diesen Unterschied zu erlernen. Oder der Feature-Raum, der Modellfunktion zugrunde liegt. Das können wir mit maschinellen Lernverfahren nicht reparieren. Dafür müssen wir zurück in die Modellierung gehen. Und wir nennen diese Situation Label Noise. Die Label sind die Zuordnungen von Klassen, in unserem Fall den Objekten. Und das Rauschen sind die Fehlerquellen, die dafür sorgen, dass die Zuordnungen auch mal falsch sind. Entweder auf Seiten der Expertin oder auf Seiten der Abbildung. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlerquellen, die möglich sind, wenn Sie irgendein Objekt der realen Welt quantifizieren wollen. Nehmen Sie Pflanzen, die es zu klassifizieren gilt, dann können Sie die Größe der Pflanze ermessen und wenn die Blätter sich bewegen, ändert sich die Größe manchmal. Es gibt einen kleinen Fehler oder derjenige oder die oder dasjenige Ding, das die Pflanze, Größe der Pflanze misst, hält nicht das Blatt hoch und misst dann irgendein kanonisches Verfahren, um den Fehler zu minimieren. Es gibt Messfehler ohne Ende, wenn man Objekten der realen Welt umgeht. Und selbst wenn Sie mit virtuellen Objekten umgehen, die es zu klassifizieren gilt, gibt es immer wieder Probleme, wenn zum Beispiel jemand sich hinsetzt und Wörter zählen soll und einen kleinen Fehler einbaut. Fehlerquellen sind normal und alles, was wir nun tun, mit dem als ersten Schritt, um die Effektivität zu messen, ist es, diese Fehler zu zählen. Und wir stellen dafür ein Maß auf, das ist der wahre Fehler, könnte man sagen, der wahre Missklassifikationsanteil. Rate wird nicht mit Rate übersetzt,
steht auch auf den Remarks hinter, sondern mit Anteil oder Proportion, Quote. Verkürzt einfach der wahre Fehler. Und alles, was wir hier ausrechnen, sind die Zahl der Falschzuordnungen geteilt durch die Zahl der Objekte, die es zu klassifizieren galt. Beziehungsweise der Abbildung aller Objekte in diesen Feature-Raum. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir so viele Objekte haben, dass wir sie nicht alle abbilden können und das messen können. Das heißt, dieser wahre Fehler ist nicht zugreifbar. Gleichzeitig haben wir in den allermeisten Fällen in der Realität keinen Zugriff, insbesondere auf die Expertinnen, die uns für selbst eine sehr große Anzahl von Objekten oder vielleicht auch nur eine kleine, je nachdem wie teuer es ist, eine Entscheidung zu treffen, einzuholen oder die Daten zu erheben, diese Einschätzung, diese Klassenzuordnung geben können. Das bedeutet, diese Funktion ist nicht zugreifbar. Alles, was wir tun können, ist zu schätzen. Obere und Unterschranken. Und dafür benötigen wir die Mittel der Statistik. Das ist hier dann auch angedeutet. Genau, hier werden dann noch zwei Variablen angeführt. Das ist hier nochmal erklärt, aber ich gehe jetzt einfach hier drüber. Das können Sie nochmal in Ruhe nachlesen. Wir definieren dasselbe jetzt nochmal. Und zwar probabilistisch fundiert. Wir führen zusätzliche Objekte ein, die Sie aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen, nämlich den Ergebnisraum Omega, der im Prinzip mit der Menge der Objekte korrespondiert. Und das Wahrscheinlichkeitsmaß P, das auf dem Ereignisraum der Potenzmenge von Omega definiert ist. Dann haben wir weiterhin unseren Feature Space X und die Menge der Klassen und die Modellfunktion, die abbildet von X auf die Klassen. Für diese Situation stellen wir nun zwei Zufallsvariablen auf, nämlich X. Beachten Sie die verschiedene Typografie hier im Vergleich zu den anderen verschiedentlichen Xen, die Sie schon gesehen haben. In dem Zusammenhang hier auch nochmal der Hinweis, was die bedeuten. Wir nehmen also dieses X als Zufallsvariable, die abbildet vom Ergebnisraum auf den Feature-Raum und die Zufallsvariable C, die ebenfalls vom Ergebnisraum auf die Klassen abbildet. Jetzt schauen wir uns die Illustration noch einmal an. Das ist die Ausgangssituation, wie wir sie eben gesehen haben. Ah, Frage zuerst. Ja? Ich habe jetzt gerade nicht ganz die Stelle verstanden. Also O ist wieder eine Menge von Realweltobjekten sozusagen. Mhm. Und Omega ist jetzt ein Raum. Also ja, es ist einfach dasselbe in gewisser Hinsicht. Wir betrachten diese Menge quasi als Ergebnisse, aus denen wir zufällig ziehen. Der Grund, warum wir das hier verdoppeln ist, wir hätten auch einfach O nehmen können und das sagen können, daraus ziehen wir, ist, dass wir in der Nomenklatur der Statistik bleiben wollen, damit man irgendeinen Wiedererkennungswert diesbezüglich hat. Deswegen kommt hier der Ergebnisraum, der wird sonst ganz häufig unterschlagen und einfach angenommen, dass er existiere, genauso wie der Ereignisraum auch. Aber der Vollständigkeit halber ist das hier genannt, damit man diese Verbindung herstellen kann. Ganz häufig habe ich auch in der Statistik Probleme festzustellen, was ist denn jetzt eigentlich der Ergebnis- und der Ereignisraum, auf den das Maß hier basiert. Denn wenn man es sich in manchen Papern anguckt, sieht es dann doch etwas chaotischer aus und vielleicht gar nicht so korrekt. Genau, wir illustrieren das Ganze jetzt nochmal anhand des vorigen Beispiels. Hier dieselbe Abbildung von vorhin nochmal bezüglich der Modellfunktion und der Klassenzuordnung. Und letztendlich betrachten wir dieses O jetzt als unseren Ergebnisraum. Die Abbildung auf die Klassen als die Zufallsvariable C und die Abbildung auf den Feature-Raum als die Zufallsvariable X. Und in diesem Feature-Raum können wir jetzt eine ganze Reihe von Wahrscheinlichkeiten definieren, die uns dabei helfen, besser zu erfassen, was es für Probleme bei der Fehlermessung geben kann.
Das hier sind im Prinzip äquivalente Wahrscheinlichkeiten. Es sind nur andere Funktionen. Das hier ist die Funktion, die Ereignissen eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Das hier ist die Funktion, die Ergebnissen eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Das ist eher Nomenklatur. Auch da werden Sie in Literatur öfter mal große und kleine Ps finden in verschiedenen Situationen. Nur als Hinweis, wir trennen das hier und das ist auch, wird auch relativ häufig gemacht. Das obere ist das Wahrscheinlichkeitsmaß, P, und das untere die Wahrscheinlichkeitsfunktion, klein p. Wir können jetzt also auf Basis dieser Welt, die wir jetzt, dieses Wahrscheinlichkeitsraums, den wir hier erschaffen haben, können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses, dass wir ein Objekt X der Klasse C ziehen, aus dem Feature-Raum definieren. Das ist das gemeinsame Ereignis, das heißt, wir greifen sozusagen in das kartesische Produkt dieser beiden Zufallsvariablen und erhalten immer Pärchen. Genau, und mit dieser Wahrscheinlichkeit können wir dann den wahren Fehler neu definieren. Das ist einfach die Summe der Wahrscheinlichkeiten für alle Kombinationen aus X und C. Diese Summe alleine, wenn es sich um ein Wahrscheinlichkeitsmaß handelt, um ein korrektes, müsste 1 ergeben. Sonst ist es kein Wahrscheinlichkeitsmaß. Zusätzlich wird das Ganze aber noch in jedem Summanden mit einer Indikatorfunktion multipliziert, die Ungleichheit zwischen dem vorhergesagten Wert für das Beispiel X und der geforderten Klasse C anzeigt. Das heißt, wir werden nur die Summanden aufnehmen in die Gesamtsumme, bei denen sich der vorhergesagte Wert von der geforderten Klasse unterscheidet. Gleiches Spiel wie vorher für den wahren Fehler. Auch P ist unbekannt, da wir O nicht kennen und deren nicht habhaft werden können, genauso wenig für alle Objekte dann auch die Klassenzuordnung haben. Was man hier aber machen kann, ist Bayesian Reasoning anwenden und wir können besser schätzen mit Hilfe von abhängigen Wahrscheinlichkeiten. Dazu eine Reihe von Illustrationen. Es wird jetzt eher anschaulich, die Formalitäten unten drunter, die sind da und der ist Wiedererkennungswert da, aber schauen Sie ruhig erstmal mehr auf die Bilder. Vergegenwärtigen wir uns nochmal die Idee von gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten. Hier sehen Sie als Raum, als zweidimensionalen Raum dargestellt, das kartesische Produkt aller Objekte, die wir haben und aller Klassen darin. Und als Wahrscheinlichkeiten mit verschiedentlicher Schattierung, wie wahrscheinlich es denn ist, dass das vorkommt, dass diese Kombination vorkommt, sehen wir hier die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten, die jetzt durch dieses Ereignis bzw. durch diese Zuweisung hier formalisiert sind. In dieser Situation haben wir kein Labelrauschen, weil jeder Kombination aus Objekt und Klasse genau, also bei jedem Objekt genau eine Klasse zugeordnet ist. Das ist aber in der Realität, wie wir schon gesagt haben, nicht so. Jetzt schauen wir uns mal ein Objekt an und stellen fest, je mehr Leute wir fragen, umso durcheinanderer wird die Zuordnung zur Klasse. Umso mehr verschiedene Zuordnungen bekommen wir. Manche bekommen wir häufiger, andere bekommen wir weniger häufig. Die häufigste Zuordnung, die sehen wir hier, das ist die Klasse CK-1. Und ansonsten haben wir ein paar mit verschiedener Häufigkeit an anderen Stellen bekommen. Die Realität, in der wir uns häufig befinden im maschinellen Lernen, sieht so aus. Zuordnungen sind selten eindeutig. Gerade in meiner Forschung auch, wenn wir Texte klassifizieren und Menschen fragen, ist denn das jetzt ein positives Sentiment, ist das ein negatives Sentiment in diesem Text? Wir erhalten verschiedene Meinungen. Und es gibt durchaus geteilte Meinungen darüber, ob man diese Meinungen aggregieren und daraus eine Mehrheitsmeinung bilden sollte oder ob man andere Verfahren anwenden sollte, um die Subjektivität, die in bestimmten Entscheidungen einfach auch inhärent drinsteckt, mit berücksichtigen muss beim maschinellen Lernen. Die Klassenzuordnung ist nicht mehr eindeutig. Ja, noch weiter. So. Zweite Illustration. Nichtsdestotrotz, wir können jetzt Bayesche Wahrscheinlichkeiten anwenden,
um das, den best, die best, den, den Fehler, den die bestmögliche Modellfunktion machen kann in dieser Situation, zu bestimmen. Wir sehen ja, es gibt immer noch für jedes Objekt hier eine wahrscheinlichste Klasse gemäß der Label, die wir besorgt haben. Und hier für x1 ist es diese, c2. Für x2 ist es ck und so weiter und so fort. Und wenn wir einen Base Classifier, den Sie jetzt noch nicht kennen, aber wenn wir diesen Classifier anwenden als Modellfunktion, dann wird dieser Classifier uns die wahrscheinlichsten Werte gemäß unserer Daten für jedes Objekt, die wahrscheinlichsten Klassen gemäß unserer Daten für jedes Objekt ausgeben. Das heißt hier, wir maximieren die, jetzt lassen Sie mich nicht lügen, die Feature Conditional Class Probability. Das heißt die Wahrscheinlichkeit für die Klasse C bezüglich der Features. Das ist der beste Classifier, den Sie in dieser Situation bauen können. Es gibt keinen besseren. Keinen, der den Fehler noch kleiner macht. Und wir können demzufolge auch den Fehler hier einfach analog zu zuvor entsprechend bestimmen, indem wir einfach das hier einsetzen. Wir schauen uns einfach die maximalen Vorkommen der gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten in unserer Datenmenge an. Und das wird hier bestimmt. Das ist der Base Error und man kann sagen, dass das der minimalste Fehler ist, den wir aufgrund unserer Daten mithilfe der Modellfunktionen erreichen können. Schauen wir uns jetzt nochmal die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die man berechnen kann, an. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Also der Raum von vorher ist jetzt hier nochmal im dreidimensional aufgeklappt. Sehen wir hier die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis x9 und c3. Die Randverteilungen hier für die verschiedenen Objekte oder ihre Repräsentationen, die Randverteilungen für die Klassen, abhängige Wahrscheinlichkeiten hier, die Feature Conditional Class Probability, hier die Class Conditional Feature Probability, das ist die Kondition, ist die Klasse, hier die Feature Probability. Das sind die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die Sie, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die Sie sich angucken, Wahrscheinlichkeitsmaße. Ich weiß nicht, wie gut Sie schon in der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind, aber wir werden das auch nochmal wiederholen. Lassen Sie sich jetzt nicht, ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt alles so mit dem Fingerschnippen aufnehmen. Das ist schwer, garantiert. Aber wir werden nochmal die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch später nochmal aufgreifen, wenn wir uns um Base-Klassifikation kümmern. Ist hier auch nochmal erklärt. Wenn wir uns also in einem Regressionssetting sind, dann sehen wir auch hier gegebenenfalls diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Verteilung der Objekte in unserem Feature-Raum. Und um diese Situation genauer anzuschauen und festzustellen, was ist denn jetzt hier die beste Linie, können wir uns auch hier die Randverteilungen wieder genauer anschauen und sehen dann hier, wenn wir das Ganze mal plotten, folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das sind die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten und die Einzelwahrscheinlichkeiten für Px, je nachdem, beziehungsweise Pc. Wenn wir jetzt ein Beispiel herausgreifen, sehen wir das hier und es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das nochmal als Zuordnung. Und letztendlich ist der beste Klassifikator, den wir in dieser Ansicht, das heißt in der Wahrscheinlichkeitsverteilungsansicht bezüglich der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die diese Klassen bestimmen, die hier gezogene Linie zwischen diesen Wahrscheinlichkeiten hier. Das Ganze kann man auch mal mit abhängigen Wahrscheinlichkeiten machen, das heißt mit Class Conditional Feature Probabilities hier. Das führt dann einfach zu einer Normalisierung der beiden Funktionen. Hier ist es eine globale Wahrscheinlichkeit, die abhängig ist, wie viele Daten sich insgesamt in unserem Datensatz befinden. Hier beschränken wir das Wahrscheinlichkeitsmaß nur auf die Objekte, die zur Klasse gehören. Demzufolge ist das hier, sehen die Kurven hier gleich aus.
Das heißt, die Summe über alle Objekte, die zu dieser Klasse gehören, ist in beiden Fällen 1. Das heißt, die Fläche unter dieser Kurve ist in beiden Fällen 1. Das noch zum Hintergrund. An dieser Stelle würden wir jetzt dann anfangen, die Fehlergrenzen, Ober- und Unterschranke besser einzuschätzen und wie man praktisch evaluiert auf dieser Basis. Wie gesagt, all das ist jetzt nicht, erwarte ich jetzt nicht, dass Sie das alles aus dem FF reproduzieren können. Es ist schwer, aber es soll Ihnen in gewisser Maßen einen gewissen Hintergrund dazu geben, was dann jetzt gleich oder nächstes Mal praktisch zur Evaluierung kommt. Damit Sie sehen, dass hier nicht einfach nur intuitiv irgendetwas zusammengestöpselt wurde, sondern das hat alles eine statistische und probabilistische Fundierung. Damit danke ich Ihnen heute für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächstes Mal wieder.